Moin Moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir stehen hier in Skandinavien, obwohl wir eigentlich gerade Italien-Endspurt haben. Hat einen einfachen Grund, denn was kommt nach Italien? Die Schiffssteuerung. Das ist erstmal der Moment, wo ich eigentlich euch endlich mal Daniel vorstellen möchte. Hallo. Denn 15 Jahre lang war ich der Meinung, alle Softwareprogramme hier selber schreiben zu können. Und das fing so vor ein paar Jahren schon an, dass ich bei einigen Ideen anfangen musste, Nein zu sagen, weil einfach die Zeit nicht mehr da war. Aber ich wusste nicht, wie man das jetzt handeln soll. Ich hatte parallel dreimal den Moment, wo ich mit meiner Delphi-Software nicht mehr weiterkam. Ich habe meine Probleme einfach nicht lösen können und habe am Embarcadero Deutschland angerufen, der Hersteller. Und die haben mir gesagt, wir haben da in Hamburg jemanden, der kann dir helfen. Du warst dann zwei, dreimal da. Genau. Jedes Mal innerhalb von wenigen Minuten das Problem gelöst. Und ich dachte immer nur so, wow, habe aber nie daran gedacht, dass das, was du mir jetzt mal erzählst, passierte. Ja, ich war zu diesem Zeitpunkt dann auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen und habe dann überlegt, was gibt es denn so im Hamburger Raum? Und da landet man dann sehr schnell beim Wunderland, was auf seine eigene sympathische Weise völlig irre ist. Und wir sind bei der Ortung dabei, das ist unser Schritt 1. Und für die Ortung stelle ich euch noch jemanden vor. Der Mann für alle Fälle, der Mann für einen Fall sozusagen, Christoph. Ich habe nach 2005, wo die Schiffssteuerung gescheitert ist, weit über 1000 E-Mails bekommen. Vielen Dank übrigens dafür. Aber dann kam 2014 eine Mail von Christoph. Die hat es geschafft, mich in den Bann zu ziehen, vor allen Dingen, wenn ich geschaut habe, was er vorher gemacht hat. Dann haben wir uns kurz kennengelernt, du warst hier. Ist ja schon 2 Jahre her, dass wir das angefangen haben und jetzt ist der Endspurt. Du bist wegen der Schiffssteuerung hier. Genau, ja. Also wir kommen eigentlich mehr aus der Luftfahrt sozusagen. Unsere Vision war es damals, Flugobjekte in der Luft autonom und computergesteuert fliegen zu lassen. Dazu sind also Indoor-Objekte mit Helium gefüllt und wir hatten immer die Vision, Kugeln im Schwarm fliegen zu lassen, in großen Flächen. Und dann war ziemlich schnell die Frage, wie macht man denn sowas? Und zwar klar, wir müssen die irgendwie orten im Raum und das ist gar nicht so einfach. Und dann denkt man auch so über Ultraschall nach, hatte die ja auch gemacht bei den Schiffen. Aber das ist dann alles relativ langsam, nicht so genau und so weiter. Und dann kam natürlich die Idee mit den Kameras auf. Das hat dann, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre gedauert von der ersten Idee, bis es dann tatsächlich 2014 auf der Hannover Messe gezeigt worden ist. Und da kamen dann auch ziemlich viele Leute und haben gemeint, kennt ihr nicht das Wunderland? Die wollen die Schiffe seit ewigen Jahren fahren lassen. So, also ihr seid ja eigentlich nur zu zweit, zu dritt oder wie auch immer. Wenn man das unter der Prämisse sieht, was ihr geleistet habt, Hammer. Danke. So, und jetzt sind wir hier mit den Schiffen. Das sind jetzt keine Flugobjekte. Ich weiß noch, dass in unserem ersten Gespräch ich sagte, du, diese Langsamkeit der Schiffe ist eigentlich die Herausforderung. Ja, aber dann habe ich gesagt, ja, also wir fliegen zwar, aber streng genommen, sobald was mit Helium gefüllt ist, schwimmt es auch in der Luft. Wenn was leichter ist als Luft, dann schwimmt es in der Luft und fliegt gar nicht. Und so ist das Schiff, ist ja auch leichter als Wasser mit der Verdrängung. Das heißt, es schwimmt, ist fast genau das Gleiche. Und dann habe ich so ein bisschen salopp gesagt, naja, die dritte Dimension, fliegen tun sie ja nicht, das fällt ja schon mal weg, dann kann das eigentlich gar nicht so schwer sein. Das haben wir nämlich auch immer. Die Idee ist oft simpel, aber natürlich sensationell gut. Aber dann kommen die Herausforderungen. Bei uns sind zum Beispiel die Reflexionen im Wasser gewesen, ne? Genau, ja. Wir haben dann so gedacht, naja, alles wie immer, wir hängen ein paar Kameras auf, sodass man überall hinschauen kann. Und dann müssen die Kameras ja auch kalibriert werden. Das heißt, wir müssen herausfinden, wie exakt, wo steht welche Kamera und wo guckt die ganz genau hin. Und da ging es dann schon los. Man läuft dann mit so einem Kalibrierstab rum und dann sieht, aus einem Punkt werden plötzlich 10 Punkte. Denn die Punkte reflektieren erst im Wasser, dann in der niedrigen Decke, dann nochmal im Wasser, dann kreuz und quer und dann denkt man so. Und da ging es dann schon mal wieder los mit den Kleinigkeiten, die dann plötzlich tagelang dauern. Aber wir haben mittlerweile 14 Kameras, auch in einer relativ kurzen Zeit schaffen wir es, die zu kalibrieren, halbe Stunde ungefähr, und decken mittlerweile über 90%, schätze ich mal, von dem Feld jetzt auch ab, wirklich. Ich wollte auch noch mal sagen, ich blende jetzt mal wirklich die wichtigste Webseite ein, nämlich eure. Ja. Ich muss mal zu den Schiffen kommen, ne? Das heißt, ihr ordert die mit Kameras. Ja. Wir haben das vorhin ausgerechnet, es waren über 1 Milliarde Pixel, die pro Sekunde ausgewertet werden. Genau. Man muss sich vorstellen, hinten sitzt momentan jemand in der Ecke, will ein Schiff von A nach B fahren, liest dabei ein Buch, drückt dreimal einen Hebel und das Schiff fährt von A nach B. Jetzt wollen wir das gleich mit dem Computer machen. Ist genauso einfach, oder? Ja, wie man es so nimmt. Gell? Also hier, die ganzen Rechenmaschinen hier, die vor dem Tisch sind, die sind irgendwie doch ein bisschen beschäftigt damit. Auch wenn sie noch ein bisschen mehr könnten. Aber es ist halt so, 1 Milliarde Pixel laufen pro Sekunde erstmal irgendwo rein und da wird dann geschaut, wo sehe ich denn was genau. Und darüber kommt am Ende einfach nur eine ganz, ganz kleine Information raus. Wo bin ich und in welche Richtung schaue ich eigentlich?
Und die Information, die kommt ja dann nachher zu dir wieder weiter. Genau. Und du musst dann eigentlich nur noch gucken, wie du von A nach B kommst. Das heißt, wir werden jetzt testen, werden die Schiffe orten, immer genauer und werden dann anfangen, haben wir uns gesagt, wir sammeln erstmal die Daten der Ortung, während wir mit der Hand ganz normal wie früher buchlesend die Schiffe steuern. Und versuchen dann, das ist unsere Herausforderung, daraus die Schlüsse zu ziehen, dass wir wirklich irgendwann ein Datenpaket haben, habe ich auch viel von dir gelernt in den letzten Tagen, und indem wir nachschauen können, was jetzt unsere Prediction sein wird, wo das Schiff hinfahren wird, wenn ich das und das tue. Klang jetzt komplex, wird es auch, aber da halten wir euch auf dem Laufenden. Ist jetzt sehr lang geworden, aber es ist auch einfach ein super spannendes Thema. Und toll, dass du hier bist. So, wir haben jetzt hier den Messstab, den Kalibrierstab für unser Ortungssystem, für die Kameras, für die Schiffe. Da haben wir zwei Kameras an der Decke, insgesamt sind es 16 Stück. Dieser Stab ist geeicht und symbolisiert jetzt momentan in der Justierungsphase unsere Schiffe. Und ich werde ihn jetzt hier über die Wasseroberfläche und auch durch den Raum bewegen, damit die Kameras sich justieren können und die Software dahinter unseren Raum, unser Becken quasi als solches wahrnimmt und erkennt. Nebenbei schaue ich jetzt hier auf unser Kontrollsystem. Wir haben jetzt hier die Bilder, die stilisierten Bilder der 16 Kameras. Wir sehen, gegenwärtig wird der Stab von 1, 2, 3, 4 Kameras erkannt. Das heißt, wir haben an dieser Stelle eine sehr, sehr gute Ortung und über Triangulation wird dann die Software später die Position der Schiffe sehr, sehr präzise berechnen können. Unsere ersten Tests sind wir schon im Millimeterbereich gelandet. Also da sind wir vorsichtig optimistisch, dass das insgesamt ein sehr, sehr ansprechendes System werden wird. So, damit ist der für mich unangenehme Teil erledigt. Ich muss nicht mehr in dieses eiskalte Wasser. Ich kann jetzt an Land bleiben. Wir sehen hier auf dem Bildschirm unser Testschiff, das jetzt korrekt vom System erfasst wird. Ich kann jetzt zurück an meinen Schreibtisch, in meine gewohnte Umgebung, dort meiner Arbeit nachgehen. So, 9 Tage vor der Öffnung ist es mittlerweile. Der Druck nimmt langsam zu und der Trevibohnen ist eingebaut. Wir haben an dem Trevibohnen technisch sehr lange gearbeitet und viele Lösungen finden müssen. Und du hattest die Aufgabe, Hendrik, dass das Ding ja ganz toll aussehen soll. Ich muss dazu kurz sagen, Hendrik ist gehörlos. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, die Unterhaltung jetzt, aber ihr werdet sehen, das geht auch. Also, es ist dir geglückt, dass der so toll aussieht. War es ein weiter Weg? Im ersten Schritt habe ich hier die Wände erstellt. Also das Gebäude als Gesamtes gebaut. Und im zweiten Schritt die Fassade erstellt. Das war schon ein bisschen schwieriger, weil es viele kleine Teile gibt. Zum Beispiel die Fenster, dann da Zwischenstücke, dann ist hier vorne der Bereich, natürlich ein bisschen weiter vorne als der Rest. Und hier vorne, das habe ich auch noch erstellt. Das hat schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, nämlich 1 bis 2 Monate. Also ist echt großartig geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat das denn mit der Kommunikation zwischen euch gut geklappt? Ich weiß, dass wir hier überall immer über Farben uns ständig unterhalten haben. Und ich habe auch mitbekommen, dass Farben für dich auch ein Thema war. Hat das gut funktioniert, so mit den Kollegen zusammen? Also zuerst habe ich meinen Teamleiter befragt, wie ich das machen soll. Und er hat mir dann auch was dazu erklärt. Und habe auch einen Kollegen dazu gefragt und habe auch schriftlich mit ihm kommuniziert. Und er meinte auch, zuerst soll ich alles weiß gestalten und Grautöne dazwischen mischen. Dann haben wir geguckt, dass es farblich alles stimmig ist. Und dann habe ich durch die Absprache auch gewusst, was ich machen soll. Dabei habe ich mehr Erfahrung gesammelt. Ja, Hendrik, danke für diesen spannenden Einblick. Es ist für uns ein kleines Experiment gewesen. Du hattest dich zumindest am Anfang angefühlt und wir stellen fest, nein, kein Experiment. Es ist super. Hast du echt toll gemacht, tolles Ergebnis. Aber das besteht ja aus 2 Teilen. Es gibt ja auch noch die Technik darunter. Und deswegen gehen wir mal gemeinsam rüber zu Damian. Der erklärt uns ein bisschen was über die technische Seite des Trevibohnens. So, hallo Damian. Ja. Hendrik und Arne haben sich verpieselt, können das Ding nicht mehr sehen. Ihr habt das Ding zu dritt gebaut. Die Höllenmaschine, der Trevibohnen. Ja, ich war nicht mehr genug beim Weglaufen. Ne? Läuft's? Ja, es läuft soweit. Wir haben ein paar kleine Probleme noch mit der Übergabe der Münze, bis sie zur Treppe kommt. Aber im Großen und Ganzen läuft's, ja. Weil es war ja wirklich, es ist aus einem kleinen Spleen, wie der Hamburger sagt, entstanden. Lass uns Geld aufwärts rollen. Wir haben mit Magneten probiert und so weiter. Aber dann kam eure coole Treppenidee. Und normalerweise kommt das Geld hier auf den Teller, dreht sich dann, verschwindet, kommt in diese Rutsche hier rein, rollt da runter, kann man schön zugucken, zack und fällt raus. Fuffeleffekt. Ja, ein bisschen zu schnell.
Ja, da fehlt ja noch die Rampe, ne? So, geht da runter und dann kommt es auf tatsächlich so eine Treppe, die das Geldstück Stück für Stück hochtransportiert. Ich würde mal sagen, mit kleinen Fehlerchen funktioniert es schon ganz gut. Ja. Ja, wir haben halt ein bisschen Probleme, ne? Es gibt diese schönen eckigen Münzen. Ah, ja. Die Keine bleiben natürlich Münzen, hängen. Bitte. Wir sind da dran, die versuchen auszusortieren mit quasi mit der Geschwindigkeit, wie schnell die rollen. Aber so ein Centstück rollt ja auch langsamer als ein 2-Euro-Stück. Deswegen, es wird schon problematisch. Mal gucken. Also, ihr könnt gerne viel, viel spenden, außer eckige Münzen. Ne? Ja. Aber ich habe da noch was. Es geht ja alles im ersten Jahr für die Erdbebenopfer nach Italien und wir werden uns jedes Jahr was einfallen lassen. Deswegen wünschen wir uns natürlich, dass ihr ganz viel spendet, so wie ich jetzt. Mal gucken. Und nun? Nun ist vorbei, ne? Dann was machst du jetzt? Machen wir vorne einen Schlitz rein und dann mit Soundmodul dann den kriegst du ein Geklatsche. Alles klar, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen. Super. Ja. Kannst du es noch sehen? Ja, langsam nicht mehr. Musst du auch nicht mehr lange. Ich will keinen Druck erzeugen, aber es muss eigentlich heute noch in die Anlage. Bis bald. Bis bald. Danke. Ich gehe mal zu Hendrik zurück, der zeigt uns was zu Termini, zu dem Hauptbahnhof von Italien. Bis gleich. So, jetzt sind wir zurück vom Trevi-Brunnen hier am Hauptbahnhof bei Termini. Denn ich würde mal sagen, das ist Hendriks Meisterstück. Hendrik, du hast den wie lange gebaut? Unter einem Jahr. Aber es hat schon ganz schön viel Zeit gebraucht. Ja, ist ja auch ein Riesending, vor allem die Planung. Hast du bei der Planung auch mitgemacht oder war das eher Gerhards Thema? Also, wir haben uns beim Bau über die jeweiligen Phasen abgewechselt. Die unterschiedlichen Stücke wurden gebaut und hinterher zusammengesetzt. Da gab es auch viele Absprachen mit den Kollegen und nachher wurden auch die elektrischen Sachen geplant. Dann hat der eine dort gebohrt und der andere hier. Wir haben uns da abgewechselt. Und war dir von Anfang an bewusst, was das für ein Riesending ist? Also ich habe mich da schon gewundert, wie groß es dann geworden ist. Also es hat schon ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Und es hat letztendlich auch funktioniert. Aber es hat mich schon gewundert, wie groß es geworden ist. Das ist ja ganz schön lang, der Hauptbahnhof. Also ich denke, das sind ungefähr 3 Meter. Ja, aber ist gut geworden, denke ich. Es ist extrem cool geworden. Hast du das Dach hier auch gebaut? Als erstes hat dieses Dach mein Kollege, der Torben, gemacht. Also er hat damit angefangen, das zu bauen. Hier, das und das da. Dann hat er das allerdings abgebrochen und mir als Aufgabe übergeben. Hat gedacht, dass ich da die geeignetste Person für werbe. Von den Modellbauern. Und dann habe ich das eben weitergebaut. Ja, super, Hendrik. Also wir sind alle fasziniert. Es ist insgesamt toll geworden. Wahnsinnig, was du da gemacht hast. Aber es gibt auch da noch eine zweite Komponente, nämlich auch da die Technik. Und hier ist vor allen Dingen die Beleuchtung eine große Herausforderung geworden. Aber vorher zeige ich euch mal ein paar Baubilder.
So, im Hintergrund wird der Trevi-Brunnen eingebaut. Im Vordergrund steht Kenny. Kenny hat mir vor 10 Jahren angefangen, etwas abzunehmen, was ich eigentlich sehr gerne selbst gemacht habe. Nämlich zum Beispiel Programmieren der Lichtsteuerung. Und deswegen habe ich ihn hier auch stehen und stelle dir als erstes die Frage, wie viele Lampen sind da eingebaut? Das ist so eine typische Gerrit-Frage. In dem Bahnhof, der ja tatsächlich einige Quadratmeter groß ist, sind tatsächlich etwas über 500 LEDs verbaut worden. So, und diese 500 LEDs werden eingebaut. Das passiert dann an den Arbeitsplätzen, teilweise vor Ort. Kabel hängen runter und angeschlossen. Genau. So, was bei uns auch zu dem Thema Lichtsteuerung sozusagen gehört, sind die Knopfdrücker. 23 Knopfdrücker sind schon fertig, 2 müssen wir eventuell zur Not nachliefern. Das ist oft eine sehr komplexe Programmierarbeit und vor allen Dingen der mechanische Test. Da bin ich gespannt. Thema Knopfdrücker wird am Eröffnungstag eine große Rolle spielen in Gerrits Tagebuch. Und ich würde mal sagen, man kann über Lichtsteuerung so viel reden, wie man möchte. Das Coolste ist einfach, es zu zeigen. Wir zeigen euch jetzt gleich mal Termini leuchtend. Danke. Ja. Moin Moin, es ist der Tag nach der Eröffnung. Wir sind alle noch etwas müde, aber es war ein sehr, sehr schöner Tag. Es war für alle irgendwie so der Moment, auf den wir lange hingefiebert haben. Und dann, wie immer, wenn der Bürgermeister kommt, sind wir alle aufgeregt. Und es war ein wirklich sehr schöner Nachmittag. So, was machen wir denn jetzt am Tag nach der Eröffnung? Ich zeige euch alle Knopfdrücker. Ich habe mir gesagt, ich werde mal einen Rundgang machen mit euch und alle Knopfdrücker euch zeigen. Das schaffe ich nicht in dieser Folge, weil das würde zu lange dauern. Deswegen fangen wir einfach mal an und den nächsten Teil machen wir dann in der nächsten Folge. So, ich drücke jetzt mal hier. Weil die Szene, die besteht aus 3 Teilen. Das ist einmal eine Palme. Da wackelt der Kollege dran, um seine Frau oder seinen Kumpel, ich weiß es nicht, runterzuholen. Auf jeden Fall sehr kräftiger Kerl. Dann haben wir hier die fleischfressende Pflanze. Die ist mit einem ganz langen Federstahl und einer Hubtechnik gemacht, sodass die Pflanze immer dichter kommt und am Ende den armen Gärtner frisst. Und hier eine kleine Pflanze, wenn man da in den Mund schaut, was die sich schon so gegriffen hat. Nämlich einen kleinen Hund, da müsst ihr mal genauer hingucken. So, hier ist die Tuning-Werkstatt. Die mache ich kurz, weil wir haben sie in der letzten Folge ausgiebig besprochen. Fiat 500 fährt rein, macht eine irre Verwandlung durch und kommt gepimpt als Monster Truck Fiat 500 wieder raus. Ich gehe mal hier weiter, weil Damian gerade was Schönes macht. Das ist auch ein Knopfdruck, aber er ist, sagen wir mal, kein echter, weil wir schmeißen ja Geld rein, um den Knopf zu drücken. Und ihr habt sehr viel Geld am ersten Tag reingeworfen. Damian ist schon am Leeren, holt den ein oder anderen Querschläger raus, dann müssen wir mal verbessern. Aber schönes Ergebnis für einen Tag. Danke. So, das ist einer meiner Lieblingsknopfdrücker hier in Italien, wobei ich habe hier mehrere. In Italien ist es einfach sehr bunt geworden. Lieblingsknopfdrücker erstens deswegen, weil es haben so viele Leute daran gearbeitet. Glaube ich, 8 oder 9 Leute aus dem Team haben sich damit beschäftigt. Dann, es war ursprünglich mal entstanden, ist es aus einer Idee, die wir von mehreren Seiten über die Jahre mal gehört haben, von Gästen von uns über Facebook. Vielen Dank dafür. Und zwar, dass wir eine Hubgarage bauen sollen. Die gibt es in einigen Städten, wo der Platz eng ist, in Rom auch ganz besonders oft, dass ein Auto oben stehen kann einfach und dann per Knopfdruck fährt die Garage hoch und darunter kann ein zweites Auto rauskommen, aus Platzgründen. Wir haben gesagt, das kann jeder, wir machen 8 Stockwerke. 8 Stockwerke als so eine kleine Zeitreise durch die Filmgeschichte. Wir haben oben Ghostbusters, wir haben Zurück in die Zukunft, Blues Brothers, Batmobil, eine Mafia-Szene, James Bond. Und diese bestimmten Sachen haben teilweise die Figuren 8 Stunden oder länger gebraucht, um sie zu machen. Bowser von Super Mario zum Beispiel hat 4 Tage Arbeit, bis es so aussah. Sensationelles Ergebnis. Jetzt kommt noch was hinzu. Momentan ist es so programmiert, dass wenn man diesen Knopf drückt, man vorher nicht weiß, wie viele Stockwerke kommen hoch. Man muss es vielleicht mal häufiger machen. Wobei, ehrlich gesagt, sind wir uns noch nicht sicher. Wir sind so stolz auf das Teil, dass wir eigentlich alle Stockwerke zeigen wollen. Vielleicht nehmen wir das auch wieder raus, aber momentan muss man noch Glück haben, dass man alle 8 Stockwerke sieht. So, weiter. So, hier haben wir sozusagen den Multi-Action-Knopfdruck, das Westerndorf. Der Italo-Western, bei uns natürlich auch eine große Rolle mit wahnsinnig vielen Filmszenen aus der Filmgeschichte und vielen bewegten Szenen. Hier das Toilettenhäuschen, was Freddy gebaut hat, das Duell, wo die beiden duellierenden Cowboys leider die Kameramänner treffen, funktioniert mit ganz kleinen Minimagneten, die unter der Anlage bewegt werden. Ist ein Fummelkram, bis die Bewegung des Armes dann genau in der Reihenfolge genau so passiert, wie man es haben möchte. Wir haben das steigende Pferd, wir haben raufende Cowboys auf dem Dach auch gerne gesehen, Grabgräber und so weiter und vor allen Dingen viele Szenen aus der Italo-Western-Szene. Teilweise auch woanders geklaut, Daltons, Lucky Luke, Panzerknacker, Spiel mir das Lied vom Tod, Bud Spencer und Terence Hill natürlich vertreten. Viel zu entdecken. Probiert's mal aus. So, jetzt kommt der Knopfdruck Pinocchio. Also einmal ist ganz wichtig, dass in der gesamten Pinocchio-Werkstatt alles mit der Hand geschnitzt ist. Hat Ewigkeiten gedauert.
Ich gucke da wahnsinnig gerne rein, weil man sieht tatsächlich, man sieht kein Plastik. Es ist natürlicher Werkstoff und man sieht es dem, der ganzen Szene sofort an. Und Pinocchio lügt und er lügt sowas von. Geppetto geht zur Seite, wenn die Nase lang wird, und die Nase wird so lang, dass die Tür hinten aufgeht. Das hat Stefan gebaut, mit relativ simpler Antriebstechnik, nur in der Größe und in dieser Feinheit war es eine Herausforderung. Auf jeden Fall, jetzt geht hinten die Tür auf. Hier stehe ich am Freizeitpark, den ich euch vor über einem Jahr schon mal in Gerrits Tagebuch vorgestellt habe. Die unendliche Geschichte, die Fuhrbahn. Fuhr kommt raus und der Steinbeißer verfolgt ihn. Technisch ist es eigentlich erstmal ganz simpel. Rechts und links haben wir die Stromführung und Fuhrer nimmt sich sozusagen seitlich den Strom ab. Aber ich muss zugeben, ab und zu klemmt es nochmal. Bei jeder 20. Fahrt bleibt das stehen oder kommt nicht raus. Aber wir haben den Tag nach der Öffnung, da darf das nochmal passieren. Was auch tatsächlich, der Berg ist ganz schön klein dafür, dass da so viel Technik vor allen Dingen mit dem Steinkopf rein musste. Aber mir gefällt es. Ich mag diesen Blick von dem Steinbeißer. Einer meiner Lieblingsknopfdrücker, die Delfine. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil meine kleine Tochter so delfinverrückt ist, dass ich vom ersten Tag an wusste, als die Idee aufkam, wenn ich ihr das zeige, dreht sie durch. Und sie war gestern bei der Eröffnung hier und ist durchgedreht. Klar, weil Delfine, die wirklich aus dem Wasser rausspringen und dann da ihre Runden drehen. Es ist einfach so hübsch geworden, finde ich. Also ich bin begeistert. Es ist eine relativ simple Technik, aber auch wieder da war die Herausforderung, das im Dauerbetrieb und in dem Kleinen und so präzise hinzubekommen, dass es nacheinander läuft. Im Hintergrund hört ihr übrigens den Vesuv grummeln, aber den zeige ich euch nächstes Mal wieder. Das Castello Aragonese ist der letzte Knopfdruck, den ich heute mal abhandle. In der nächsten Folge kommen die anderen, weil wir haben über 20 Stück hier in Italien gebaut. Aber das ist auch ein sehr schöner, den wir aber nur nachts aktiv haben, weil er kommt nachts einfach nur richtig rüber. Castello Aragonese, einmal im Jahr die Lichtfestspiele. Das sieht aus, als würde das da oben brennen, ist aber in Wirklichkeit bengalisches Feuer, Rauch und Stroboskope. Das ist ein sehr schöner Effekt, der ein weiter Weg war, wie oft. Vor allen Dingen, dass der Rauch sich so schön in dem Gebäude verteilt. Ich zeige euch jetzt zum Schluss noch ein paar schöne Impressionen von unserer Italien-Eröffnung, weil es war wirklich für uns ein Gänsehautmoment. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, wir sind stolz, nach so einer langen Bauzeit, 3 Jahre, dazu noch 1 Jahr Planungszeit, 2 ganz hochrangige Vertreter hier heute dazu haben, die dafür sorgen, dass Italien auch die richtige Würdigung erhält. Erstmal der erste Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Traumhaft, dass Sie da sind. Und als Gesandter aus Italien, Herr Alessandro Gaudiano, das ist für uns auch ganz großartig, dass jemand aus Italien hier ist, der anschauen kann, ob es wirklich gelungen ist, wie unser Italien aussieht. Und es muss, glaube ich, was Besonderes sein, sein eigenes Land zu eröffnen, oder? Ja, es ist was Besonderes, das zu erkennen und auch die Liebe zu erkennen, wenn es gebaut worden ist. Super, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Heute ist es so, dass wir die Landschaft hier besichtigen können und dass wir in Hamburg als eine Stadt, die mit der ganzen Welt verbunden ist, jetzt etwas ganz Merkwürdiges haben. Wir müssen auch nicht wegfahren, wir können auch hier gucken. Und das, glaube ich, ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Insofern bin ich beeindruckt von der Leistung all der vielen, die hier das zustande gebracht und geplant haben. Die Leute auf die Straße, die Kleider, die so hängen und so weiter, die haben so den Geist so auch sehr, sehr gut und mit vielen schönen Details erfasst.